Mein Name ist Thomas Milchus, ich bin Kurator für die Sammlung des 18. und 19. Jahrhunderts im Porzellanikon in Selb und ich möchte Ihnen heute etwas zu der Aufglasurstaffage erzählen und das möchte ich gern anhand einer Figur aus unserer Sammlung, die Sie im Porzellanikon in Selb in der Abteilung Malerei der Manufakturen sehen können. Und zwar handelt es sich um diese Figur aus der Commedia dell'arte des Dottore. Der Dottore ist einer der Charakterrollen aus der Commedia dell'arte. Er wird dadurch gekennzeichnet, dass er einer der Gelehrten ist. Er tritt entweder als Jurist auf oder als Arzt. Und das Besondere am Dottore ist, dass er mit seinem Wissen um sich wirft, aber immer in den ganz unterschiedlichsten und gerade nicht passenden Situationen, wofür er auch immer belächelt wird. Er will einfach mit seinem Wissen prahlen und sich damit in ein besseres Licht auch mit rücken. Die Figur des Dottore tritt auf der Bühne entweder unmaskiert auf, wenn er, wie hier bei dieser Figur, mit Maske auftritt, dann ist diese Maske immer mit einer kleinen Knubbelnase, Stupsnase versehen, wodurch er eben auch gekennzeichnet ist und er hat dann eben auch diesen aufgemalten Bart mit auf dieser Maske mit aufgetragen. Bei der Figur, die Sie hier sehen, handelt es sich um eine Figur, die Johann Joachim Kentler in der Mitte des 18. Jahrhunderts entworfen hat. Und sie charakterisiert die Figur des Dottore hervorragend, indem ihm eben auch besondere Attribute beigegeben sind. Da haben Sie zum einen hier hinten diesen Bücherstapel, der über seine Gelehrsamkeit Auskunft geben soll. Und gleichzeitig hat er eben auch diese ganz typische Gewandung, wie er auch in der Commedia dell'arte auftritt, nämlich einen Umhang mit einer Weste, wobei hier der Maler in der Manufaktur seine eigene Freiheit genutzt hat und das Gewand nicht wie üblich in Schwarz dargestellt hat, sondern in einem sehr hellen, leuchtenden Gelb, wodurch die Figur eine gewisse Leichtigkeit und auch Freundlichkeit eigentlich bekommt. Was aber ganz passend wieder ist das rote, die rote Weste mit den sehr schön gemalten goldenen Knöpfen. Die Figur ist in der Aufglasurtechnik dekoriert. Wie der Name schon sagt, ist das eine Maltechnik, wo die Farbe auf die Glasur aufgetragen wird. Nachdem sie nämlich schon mit der Glasur versehen wurde und glatt gebrannt wurde, also bei 1400 Grad gebrannt wurde. Dann nimmt der Maler mit dem Pinsel die Farben und trägt sie entweder in breiten Strichen oder auch ganz fein gemalt auf. Und er nutzt da eine ganz breite Farbpalette, die eben über das Gelb, das Rot, das Schwarz und auch hier wie im Bücherstapel zu sehen ist, über die Töne des Violett. Ein Grün findet sich hier, hier auch wieder ein Blau. Also ihm stehen dann ganz viele Farben zur Verfügung und darf da auch frei wählen, wie er die Figuren dann malt. Anschließend, nachdem die Figur von dem Maler bemalt wurde, wird sie noch einmal gebrannt, damit die Farbe auch eine feste Bindung mit der Glasur hat. In dem nächsten Arbeitsschritt werden dann alle Goldfarben aufgemalt und die Figur wird noch einmal gebrannt. Und dann ist die Figur fertig, so wie Sie sie jetzt hier sehen.